Warum können wir die Rufe der Fledermäuse nicht hören? Menschen können längst nicht alle Töne hören, die es überhaupt gibt. Wenn die Luft zu langsam oder zu schnell vibriert, ist dieser Schall für uns unhörbar. Unser Gehörsinn ist nicht dafür gebaut, besonders tiefe und besonders hohe Töne wahrzunehmen. Wir hören nur Schall, bei dem die Luftteilchen schneller als 15 Mal pro Sekunde und langsamer als 20.000 Mal pro Sekunde schwingen. Diese Grenze nennt man Hörgrenze. Solche sehr hohen Töne können aber schon Menschen nicht mehr hören. Andere Lebewesen haben viel höhere Hörgrenzen. Fledermäuse beispielsweise erzeugen so hohe Töne, dass wir Menschen sie nicht wahrnehmen können. Aber Hunde können die Rufe von Fledermäusen hören.